Mann, oh Mann, ist das eine Hitze, wie ich heute auch wieder schwitze. Also die Hanna Lacomi hat heute in der Berliner Zeitung einen Bericht gehabt. Mein lieber Schwan, ey, Hut ab. Respekt, Respekt, Mädel. Aber nun vom Recht. Das Recht mit Recht, ein Recht zu beugen, oder mit Recht das Recht zu biegen, das kann wohl schlechtes Recht erzeugen. Man möchte vor dem Recht dann fliehen. Manch einer recht gebeugtes Recht, doch Rache bringt kein gutes Recht. Drum ist es klar, dass Menschenrecht gedeutet werden kann auch schlecht. Gerecht, gerechtes Menschenrecht, das kann es wohl doch niemals geben. Denn das gerechte Menschenrecht orientiert sich nur am Menschenleben. Und Sieger- oder Kanonikerrecht oder Recht allein durch Willkür gesprochen, ob Kleist, Heinrich Heine oder Bertolt Brecht, sie haben diskutiert in allen Epochen. Vom Kleist als Beispiel der Michael Kohlhaas. Kohlhaas, wa? Der durch den Glauben an das Recht zu einem Mörder geworden ist. War seine Aufrichtigkeit nun schlecht? Die Frage nach dem gerechten Kriege beantwortet ja nur den Fakt, ob der am Ende mit dem Siege mit Recht sein Recht erzwungen hat. Einher mit dem Recht gehen wohl die Werte, die Menschen für sich wichtig finden. Man setzt sie durch auch mit dem Schwerte. Ach, könnte man das doch überwinden. Mit ehrlichem Wettkampf den Krieg ersetzen, so ähnlich wie Olympia. Es würden sich kaum jemand verletzen und Kampf und Sieg wären dennoch da. Und tschüss.